Gratulationen und strahlende Gesichter heute bei der SPÖ. Dem neuen Landeshauptmann wird nach der ersten Sitzung des neuen Landtages heftig und herzlich gratuliert. In seinem neuen Büro begrüßt Hans Nissl auch seine stolzen Eltern. Zur selben Zeit im Zimmer des Landeshauptmann-Stellvertreters. Gerhard Jellerschitz übergibt Amt und Räumlichkeiten an Nachfolger Franz Steindl. Mit dabei auch ein Geschenk. Franz, ich wünsche dir alles Gute. Und wenn du Hilfe brauchst, dann läutest du einmal. Wenn jedes Mal so viel kommen, wenn du Hilfe brauchst, dann brauchst du keine Angst um die Zukunft. Nach den kurzen Feiern geht aber die Arbeit auch schon weiter. Die neuen Regierungsmitglieder treten zur ersten Sitzung zusammen. Arbeit gibt es schließlich genug. Und ich begrüße jetzt bei uns im Studio den neuen Landeshauptmann des Burgenlandes, Hans Nissl. Schönen guten Abend und danke fürs Kommen. Guten Abend. Herr Landeshauptmann, Kritiker sagen, die Schuhe, die Ihnen Karl Stix da hingestellt hat, die sind Ihnen noch mindestens um eine Nummer zu groß. Wie geht es Ihnen denn selber? Haben Sie in den letzten Tagen und Wochen manchmal auch so etwas wie Selbstzweifel verspürt, dass Sie das alles, was da auf Sie zukommt, vielleicht gar nicht schaffen könnten? Karl Stix ist eine sehr große Persönlichkeit. Er hat Großartiges für das Burgenland, für die Menschen geleistet. Ich bin eine andere Person, ich habe einen anderen Stil. Es gilt aber auch für mich, den erfolgreichen burgenländischen Weg fortzusetzen, in vielen Bereichen die Arbeit, die Karl Stix begonnen hat, zu vollenden. Das ist eine große Aufgabe. Ich bin aber fest davon überzeugt, dass ich das gemeinsam mit meinem Team, mit dem Team Burgenland auch schaffen werde. Karl Stix hat das Amt zwei Perioden lang stark geprägt. Er war eine starke Persönlichkeit und hat diesem Amt einen Stempel aufgedrückt. Was werden Sie denn ganz bewusst von vornherein anders machen als er? Ich möchte von Haus aus überhaupt nichts anders machen. Ich habe meinen eigenen Stil, der dem von Karl Stix sehr ähnlich ist. Ich möchte auch ein Landeshauptmann sein für alle Burgenländer. Ich möchte ein Landeshauptmann sein, der im Land sehr viel unterwegs ist, der Kontakt zu den Menschen haben möchte, der auch Betriebe nicht nur vor den Wahlen, sondern auch während des ganzen Jahres besucht, der auch am Wochenende bei den Vereinen ist, der auf dem Sportplatz ist und immer wieder den Kontakt zu den Menschen sucht, den Menschen auch zuhört und die Probleme der Menschen auch ernst nimmt und diese Probleme auch versucht in der Politik zu lösen. Kommen wir ein bisschen zur zukünftigen politischen Arbeit im Burgenland. Sie haben in den letzten Tagen und Wochen immer wieder diesen berühmten koalitionsfreien Raum beschworen. Ich sage jetzt, ein bisschen ist da auch ein Bluff dahinter, denn in den entscheidenden Dingen und entscheidenden Fragen haben Sie ja mit der ÖVP eine Zusammenarbeit fixiert. Und dort, wo es um nicht so entscheidende Materien geht, müssen Sie auch keine Abstimmungsniederlagen fürchten im Landtag, denn eine schwarz-blau-grüne Front gegen Rot wird es wahrscheinlich kaum geben, zumindest fällt mir keine Materie ein, wo das der Fall sein könnte. Daher ein bisschen ist das auch eine Mogelpackung. Das sehen das, Sie so, das ist überhaupt keine Mogelpackung, da muss ich Ihnen energisch widersprechen, sondern es gibt eine Vereinbarung mit den Grünen, es gibt eine Vereinbarung mit der ÖVP. Wir hätten ja keine Vereinbarungen treffen müssen. Wir können auch mit den Freiheitlichen reden. Ich habe in den Verhandlungen auch mit den Freiheitlichen festgestellt, dass wir auch in Zukunft mit Ihnen Kontakt haben wollen. Es wird eine neue Arbeit im Landtag geben. Es wird dieses freie Spiel der Kräfte geben. Es wird verschiedene Mehrheiten geben. Es wird heftigere Diskussionen im Landtag geben und es wird dort auch mehr Demokratie geben, weil es nicht die Koalition alt gibt, nämlich die enge Kettung an eine Partei. Das ist für mich ein Fortschritt und sicher keine Mogelpackung. Was die Ressortaufteilung innerhalb der SPÖ-Regierungsmannschaft betrifft, gibt es noch nicht Klarheit, zumindest nicht in der Öffentlichkeit. Vielleicht verraten Sie es uns jetzt. Gibt es bereits Klarheit, vor allem die Frage, wer bekommt das Finanzressort? Darüber haben wir bereits diskutiert. Das Finanzressort wird Helmut Bieler übernehmen und ich werde von Helmut Bieler die Wohnbauförderung bekommen. Das ist abgesprochen und in diese Richtung werden wir arbeiten. Welche Änderungen gibt es sonst noch? Es wird keine gravierenden Änderungen geben. Da möchte ich in der Öffentlichkeit noch nichts sagen. Es gibt viele große Themen, die die Zukunft bringen wird, viele Herausforderungen, die Sie bewältigen müssen als Landeshauptmann. Wir können gar nicht alle behandeln. Jedes Einzelne würde eine Sendung füllen, wahrscheinlich die Verkehrsproblematik, die Osterweiterung, Ziel 1 mit Budgetproblematik. Daher frage ich Sie so, was ist Ihrer Meinung nach und Ihrer Einschätzung nach das größte Problem oder positiv formuliert die größte Herausforderung, die Sie zu bewältigen haben werden?
Die größte Herausforderung für das Burgenland in den nächsten 5-6 Jahren wird die zweite Ziel-1-Periode sein. Wir haben die historische Chance, dass wir in diesen 5-6 Jahren ca. 20 Milliarden Schilling hier im Land investieren können. Der Großteil dieses Betrages wird von Privaten kommen. Hier können wir die Strukturen verändern. Es können wieder neue Betriebe hier ins Burgenland kommen. Wir können im Bereich der Bildung investieren. Die zweite Ziel-1-Periode soll eine Periode der Bildung und Qualifikation werden. Wir müssen das Burgenland fit machen für die EU-Osterweiterung. Auch für die Bildung sind 1,8 Milliarden Schilling vorgesehen. Ich glaube, dass das wesentliche Voraussetzungen sind, damit das Burgenland, damit der burgenländische Arbeitnehmer, damit die burgenländischen Betriebe auch in Zukunft bestehen können.